Viele Ereignisse, viele Möglichkeiten, viele Konsequenzen. Hinter jedem Ereignis, hinter jeder möglichen Ergebnis, verbirgt sich eine neue, andere Realität. Tausende, Millionen von parallelen Realitäten, die gleichzeitig existieren. Unendliche Parallelwelten. Und wer weiß, vielleicht können wir in einer von ihnen mehr bewirken. Eine Realität, in der wir dazu in der Lage sind, alles zu wissen, in der wir sehen können, was wir uns nicht einmal vorstellen können. Und dann könnten wir das gesamte Multiversum erkunden. Lenz! Hello, hello! Oh. Ich hoffe, das geht jetzt nicht ohne mich weiter wieder. Warte mal. Alte Frau muss ich erstmal strecken. Und dann auch noch trinken. Dass du nicht den Pokémon-DLC heute spielst, ist auch ein Skandal. Nee, weil ich das Spiel scheiße fand. Ich habe mir das DLC nicht mal gekauft. Lustigerweise in meiner Liste spielt es auch niemand. Niemand von den Leuten, die ich folge, spielt es. Also, ich kaufe mir keine DLCs. I'm sorry. Ich habe das bei Schwert und Schild schon nicht getan. Ich werde es bei Purpur auch nicht machen. Ich habe überlegt, aber nee, du. Das Spiel ist scheiße. Also ja, das hat Spaß gemacht. Aber die Performance von dem Spiel gebe ich mir nicht. Nicht nochmal. War das Spiel auch kacke? Das ist ja ein Skandal. Lustigerweise spielen es halt bei mir wirklich kaum Leute. Ich weiß ja, also es interessiert mich auch nicht allzu sehr. Ich fand die Story von Purpur und Karmesin fand ich schön. Und es hat auch Spaß gemacht zu spielen. Aber also die Bugs und die Performance, das Ding ist einfach unterirdisch. Und da stopfe ich nicht noch mehr Geld rein, um das noch weiter zu supporten, dass sie da so eine Scheiße rausgebracht haben, was nicht ordentlich läuft. I'm so sorry. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht zu spielen. Aber bei der Performance nie. So, jetzt trinke ich aber erstmal. Prost. Na, seid witzlos. Er ist halt einfach unterirdisch. Also die Spielperformance von Purpur und Karmesin ist halt einfach, also wirklich. Guck dir andere Spiele an, die auf derselben Plattform, aka Switch, laufen und wie die teilweise aussehen und wie die das machen können und komischerweise nicht solche krassen Frame-Einbrüche haben oder naja. Und eine lebendige Welt. Naja. Dann kann ich alles haben. Nee, apropos Pokémon. Ja. Erstmal eins fangen. So. Darf ich Herbstkaffee, Sodas und Exo buben? Exo ist doch gar nicht da. Exo kannst du nicht buben. Ja, schwer chillt. Das läuft richtig gut. Habe ich gehört. Ja, also Schwert-Schild war halt auch, war okay, ist nicht mein Lieblingsspiel. War okay, war schnell durch, hatte wenig Story, hatte gar keine Story gefühlt, aber ja, war okay. Aber nicht mal da habe ich mir die DLCs geholt. Weiß ich nicht. Die fahren jahrelang den Weg ohne DLCs und whatever und auf einmal so, hier übrigens, du hast ein 60 Euro teures Spiel gekauft, hier, kauf unser DLC nochmal für 30. Damit hast du insgesamt 90 Euro ausgegeben für ein Spiel, was eher so mittelmäßig ist. So. Liebes, ist alles in Ordnung? Du hast seit Tagen dein Zimmer nicht verlassen. Ja, Mama.
Okay, aber lass dich von deinen Spielen bloß nicht vom Essen abhalten, verstanden? Das ist kein Spiel, Mama. Oh, jetzt ist es wieder weg. Es steht ein wenig Essen im Kühlschrank, falls du später essen möchtest, okay? Sie versteht es nicht, Erwin. Wenn ich das hinbekommen würde, könnte ich alle möglichen Resultate und Folgen ein und desselben Ereignisses simulieren. Und weißt du, was das bedeutet? Mau, hast du die Klappe Hehehehe. Ja, ganz genau, Kumpel. Ich könnte Paralleluniversen simulieren. Denk bloß an all die Möglichkeiten. Okay, das sollte fürs Erste genügen. Bereit für einen Testlauf? Ja, aufregend. Gut, dann lass uns mal sehen, wie es läuft. Oh, machen irgendwas kaputt. Was zum... Das sieht nicht gut aus. Uah, was war das? Erwin, hilf! Mau? Oh, ah ja. Sag schon, was ist das? Sieht aus wie eine Ratte. Soll ich sie verbrennen? Was? Der hat plötzlich einfach einen Flammenwerfer gehabt. Oh, nicht schon wieder. Prolog. Der Junge. Der Alte und der Hut. So das liebt es, gebubt zu werden. Ja. Also, Herbsti, es ist jetzt, es hat jetzt 2 Tage geregnet und jetzt sind die Temperaturen überlebbar. Hä, Lance, kannst du mir auch ein bisschen Regen rüberschieben? Wer ist Pro und warum hat ja gelungen? Oh no. Auf. Ah, mein Kopf. Was ist passiert? Und. Wo bin ich? Ich darf rumlaufen und ich kann springen. Hier komme ich nicht hoch. Na, okay. Hui, ich darf was machen. Kann ich sonst noch was machen? Nee. Hallo? Wer bist du? Kann ich dir deinen Stock klauen? Verzeihung, Sir. Wissen Sie, wo wir hier sind? Oh, mein Kind. Dafür gibt es keine wirkliche Antwort. Wir könnten überall sein und gleichzeitig nirgendwo. Nur die Zeit entscheidet, genau wie du, kleines Schäfchen. Alles klar, danke. Okay, cool, du bist keine große Hilfe gewesen, Opa. Hui. Bäh. Oh, wie süß wieder hochgesprungen. Bäh. Okay, das finde ich sehr süß. Geh mal weg, ruh mich aus. Ein bisschen mir geht's nicht so gut. Dann erhol dich gut so, dass nicht krank werden. Den Regentanz müsste ich vor Ort durchführen. Ach so, du kannst auch gerne ein Video machen, wie man den Regentanz macht. Und dann performe ich den hier. Das funktioniert doch bestimmt auch, oder? Hier ist auch irgendwie so ein Knopf. Weiß nicht, so Steintafel mit einem Knopf drin oder so. Hello? Entschuldigung? Oh.
Eine verlorene Seele auf der Wanderschaft durch unsere Wiesen. Was sucht ein zielloser junger Mann an einen Ort wie diesen? Doch es zählt nicht, wer du bist, Bruder. Es zählt, wann. Du bist hier und nicht hier. Vergiss nicht, dass die Vorstellung von Raum unserer Bewusstsein keine Rolle spielt. Junge, was? Ich muss gehen. Ja, ja, das fühle ich auch. Lalalala. Oh, oh. Nee, was ist denn jetzt passiert? Lassen Sie mich heraus. Ich will hier nicht sein. Wo das Spinnennetz herkommt, muss ja auch eine Spinne sein, oder? Ah, oh. Ah, das hat wehgetan. Was zur Hölle, was ist mit diesem Ort passiert? Ja, das frage ich mich auch. Wenn ich mich zum Narren mache, erwarte ich dasselbe von dir. Achso, ich sehe. Aber auf die Seite, da komme ich nicht, ne? Hier ist was im Weg. Nee. Hui! 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 So, kurz hier durch. Nö! Och nö! Hä? Schon wieder? Nee, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Spiel mobbt mich. Hallo? Tja, wissen Sie, was gerade passiert ist? Alles, kleine Abenteurer. Alles ist passiert und wird irgendwann passieren. Jeden Tag, jeden Moment. Alles verändert sich und wird sich weiter verändern. Oder nicht? Ist ja gut, ich gehe schon. Okay, hier komme ich nicht lang. Mhm. Hier ist auch wieder das da. Ba, ba, ba. Jetzt haut das Ding auch wieder ab. Ich werde nicht mehr. Okay. Wie seltsam. Bin ich immer noch am selben Ort? Oh, hier ist so ein... eine Statue von so einem Menschi. Es ist doch, also... es ist ein Mobbing-Spiel, ich sag's euch. Jetzt schon. Hui. Zieh Musik hin. Ganz schön dunkel hier. Ah! Aha. Was zum... okay. Da bist du ja! Verflucht, was für ein toller Auftritt. Okay, Junge, wir müssen los. Was? Komm schon, Junge, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Du hast mir schon genug Schwierigkeiten gemacht und dieses ganze Schlamassel wird nicht von alleine bereinigt. Hä? Was? Wann reden Sie da? Von deiner verdammten Simulation natürlich. Sie verfuscht mir meine ganze Arbeit. Und wie zum Teufel soll ich das Problem ausfindig machen, wenn du dich ständig durch die Gegend bewegst? Weißt du, wie schwierig es ist, jemanden im gesamten Multiversum ausfindig zu machen?
Moment mal, Multiversum? Wer sind Sie? Tut mir leid, ich vergesse ständig, mich vorzustellen. Ich bin Everett. Ein gefeierter Physiker aus Universum Null. Okay. Es bin ich gerade ein Vergnügen. Universum? Aus einem anderen Universum. Du bist nicht gerade sehr gedankenschnell, stimmt's? Wir uns aber herdrehen. Hör mal, Junge. Ich muss dieses ganze Chaos in Ordnung bringen. Und dafür musst du mit mir zusammenarbeiten. Erinnerst du dich noch daran, an welchem Ort du hier eingetroffen bist? Junge! Ja, dort drüben, glaube ich. Glaub ich? Ich habe dich für nützlicher gehalten, Junge. Aber hey, das ist ja immerhin etwas. Ich werde dort auf dich warten. Was? Was ist gerade passiert? Weißt du, vor allem hier ist eine riesige Tür. Sieht zumindest aus wie eine Tür. Was dahinter? Darf ich es aufmachen? Nein. Kreis einmal eins der Lektion, wie provoziere ich Fortschritt? Aber wir kommen ja gar nicht mehr so weit hoch. Also bei uns, also es haben sich ja immer die Sachen wieder geschlossen und so. Oh, da ist er ja wieder. Du bist spät dran. Wofür? Natürlich, um deine Simulation zu beenden. Hast du mir eigentlich vorhin zugehört? Ist das der Ort, an dem du hier erschienen bist? Nein. Das war weiter oben, hier drüben. Und worauf warten wir dann noch? Als erstes müssen wir dorthin gelangen. Naja, also da hast du zu. Aber wie kommen wir dorthin? Dieses Ding hier versperrt den Weg. Wie? Dieses Ding? Na bitte, können wir jetzt weitermachen? Was? Wo? Wie? Was haben Sie gemacht? Ich habe uns in ein anderes Universum verfrachtet. Was sonst? Wir sind in einem anderen Universum? Das wird wohl tatsächlich ein langer Tag, nicht wahr? Okay, Junge. Du hast uns in diese Lage gebracht. Also musst du auch die Arbeit erledigen. Ruf einfach an, wenn du ins andere Universum musst, dann bringe ich dich dorthin. Der Rest ist deine Sache. Einfach, nicht wahr? Nee, ich kann das nicht glauben. Okay, in der Zwischenzeit werde ich mal vorgehen. Lass mich nicht zu lange warten. Ist aber so ein Brummkreisel geworden. Ui, ui, ui. Hä, warum kann er uns nicht so mitnehmen? Wie kann das bloß alles passieren? Ich bin tatsächlich in einer anderen Welt. Oh. Da hat sich der Controller verabschiedet. Endlich. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mehr erfahren. Yeah, okay, drücke RT, um das Universum zu wechseln. Aber jetzt will ich mal kurz was ausprobieren, okay? Da hinten war doch die Tür. Ey, bin das ich in einer anderen Welt? Ja, einer Welt ohne Kontrollern. Oh, mit der anderen L-Taste, also mit LT funktioniert das auch. Also LT und RT anscheinend.
wollte eigentlich mal gucken, ob das hier mittlerweile... Oh, da hinten ist irgendwie so... Dahinter ist... Weiß nicht. Wie den Sternenhimmel. Sternenhimmel. Oh. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, das wäre aufgebrochen. Nur ein Stückchen, aber nicht viel. Schade. Ich dachte, das wäre mittlerweile ganz aufgegangen. Oder eine weitere Welt hinter der Tür. Ja, oder so das Universum oder sowas. Der Mittelpunkt des Universums. Nee, keine Ahnung. Der lebt ja jetzt. Hi. Tot. Hi. Tot. Hi. Tot. Hi. Tot. Hi. Tot. Nein, okay. Hi. Heiß. Der Unendliche. Trotz der Katastrophe, selbst in schlimmsten Zeiten, blieb er stets intakt. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, ist er immer anwesend und er wird es immer sein. So besagt es die Legende. Ja, true, der ist, also er ist noch vorhanden. Hey, du bist nicht SpongeBob. Was, wieso SpongeBob? Stimmt, der Fahrstuhl funktioniert ja hier nicht. Stimmt, da muss ich anders hoch. Aha, aha. Oh nein, hier muss ich jetzt, glaube ich, springen und das Universum ändern. Ja. Oh Gott, das Spiel wird noch ganz schrecklich, glaube ich. Dankeschön für den Glitch. Oh no. Hier auch. Muss ich auf das hier gehen und dann hochspringen und das Universum ändern. Oh boy. Was habe ich mich hier aufgeheizt? Oh no. Es gab eine Folge, wo er ein Ei hüten muss. Und er spielt mit der Lampe rum. Ach, stimmt. Todleben, Todleben. Stimmt. Die Folge habe ich ja schon ganz vergessen. Ja. Stimmt, das gab's ja auch noch. Ah, wie ich sehe, bist du wohl ein Meister des Kistenschiebens, Kleiner. Unser einer sieht ja hier recht viele Leute, die Kisten von einem Ort zum anderen bringen wollen, aber normalerweise sind sie nicht besonders gut daran. Es ist ein sehr nützliches Talent. Nutze es weise. Yay, ich kann Kisten schieben, Mann, Hammer. Das ist ja wow. Oh, halt dich da bloß fest. Okay, hier ist... Ah. Ist doch alles tutti frutti. Okay, okay, okay. Hör ich denn reden? Ist es mir wieder hochgekommen? Achso. Ist ja auch schon so eine alte Folge. Die habe ich wirklich komplett vergessen. Oh, warte, so? Gehen wir wieder rüber. Hallo Fahrstuhl. Tschüss Fahrstuhl. Oh, kann ich das hier auch machen? Tot. Eben. Tot. Okay. Aber mit dem habe ich schon geredet gehabt, ne? Den kenne ich, glaube ich, schon. Wir hatten nur noch irgendwo eine andere Leiche. So, manchmal Wubu. Ich vergesse nie, ich verlege nur Dinge. Aha. Ja. Ja, hier war das, glaube ich. Der war tot noch. Magst du Blumen, Kleiner? Diese hier sind sehr besonders.
Sie können sogar an solchen entlegenen Orten überleben. Manche meinen, sie würden sogar bis ans Ende aller Zeiten weiterwachsen. Oh, er gießt die sogar. Naja. Oh, warte mal, jetzt ist das hier aber offen. Tschüss. Weil mir sind Dinge wieder eingefallen in den dümmsten Situationen. Oh, das glaube ich hier. Das habe ich auch manchmal. Dann denkst du da irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre gefühlt nicht mal dran und auf einmal so BAM. Hier geht es nicht mehr lang, ne? Kann ich die hier auch schieben? Eine Chonky-Kiste, aber ja geht. Oh. Hä? Achso, die hier bleibt immer hier. Aber die kann ich schieben. Und die da bleibt aber immer da. Die kann ich nicht schieben, die ist festgewachsen. Oh, nope. Oh no, warte mal. Glaube... Ich glaube, ich muss das hier rüberschieben. Dann hier hin. Ja. Das könnte klappen. Und jetzt nochmal rüber zum Dings. Das war knapp, aber ja, es hat funktioniert. Uiuiuiui. Das wird noch ein ganz kompliziertes Spiel. Bin ich ja fast froh, dass wir das heute nur antesten. Ah, okay, hier wäre sonst die Brücke nicht. Schade, da komme ich auch nicht hoch. Mann, ich würde gerne Sachen erkunden. Hallo, wer sind Sie? Ohoho! Und diese Kiste... diese Kisten sind wirklich ein schöner Anblick, denkst du nicht? Tolle Kisten, wundervoll. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich würde gerne den ganzen Tag nur Kisten anstarren. Ich könnte sie den ganzen Tag von A nach B räumen. Nur um mich noch ein wenig an ihn erfreuen zu können. Wow, okay. Wenn ich die nötige Energie dazu hätte, natürlich. Da ist eine Eule da oben. Kann ich die einfach hier so reinschieben? Ja. Oh no, das funktioniert nicht. Also nur mit normalem Hochspringen zumindest nicht. Ja, aber vorher war da keine Eule. Hm. Jetzt auch nicht. Ah, doch, die kann ich verschieben. Ach so, weil die ist nicht festgewachsen. Ist so, ist so. Ich komme da nicht hoch. Aber ich krieg die ja auch nirgendwo hoch. Ich kann die ja nicht da hochschieben. An der Kante festhalten. Hallo Eule. Hallo Eule. Hallo Eule. Okay, tschüss.
Es erinnert mich an ein anderes Spiel, was so eine ähnliche Mechanik hatte. Das hieß Aversion oder sowas? Aversion? So eine Blume. Gut. Das habe ich auch in meiner Steam-Bibliothek. Hallo, ich hab's geschafft. Hey! Junge, das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Alten Männern wie mir bleibt nicht so viel Zeit, weißt du? Wie dem auch sei, du bist der jetzt hier. Ist das der Ort, an dem du hier erschienen bist? Ja, genau hier. Perfekt. Dann gehen wir mal. Hübsches Schlamassel. Warte, was? Was machen wir hier? Ich repariere, was du kaputt gemacht hast. Ist doch klar. Ist das dein Computer? Yep. Endlich. Was zur Hölle? Da waren wichtige Arbeitsdokumente drauf. Und was für eine Arbeit das war. Verflucht. Nicht weniger als selbstsimulierte Universen. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, Junge. Aber was auch immer du da gemacht hast, hat mir große Probleme bereitet. Ich konnte plötzlich nicht mehr ordentlich durch Universum reisen. Und alles deutete darauf hin, dass du dafür verantwortlich warst. Ich kann dich doch nicht einfach weiterarbeiten lassen, wenn ich meine Arbeit nicht mehr wie gewohnt machen kann. Verstehst du? Also gut. Ich schätze, ich bin hier wohl fertig. Warten Sie! Everett, richtig? Kann ich mit Ihnen kommen? Ha! Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist mein Ernst. Welchen Sinn hat es, andere Welten zu symbolieren, wenn ich selbst nicht dorthin reisen kann? Sie reisen durch Universen. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber das ist viel großartiger als alles, was ich hier jemals erreichen konnte. All die Dinge, die ich mit Ihnen sehen könnte. Oh, du meinst das wirklich ernst? Junge, du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Das Multiversum ist kein Ort für ein Kind wie dich. Es ist dunkel, gefährlich und ich kann nicht babysitten, während ich arbeite. Aber... Bitte, ich werde Sie unterstützen. Ich könnte auch als Ihr Assistent arbeiten, falls Sie das möchten. Assistent? Nun, ich muss schon sagen, ich brauche schon seit einer Weile einen. Ich schätze, du verdienst wohl auch eine faire Chance. Du hast es schließlich irgendwie geschafft, mir meine Arbeit zu durchkreuzen. Das respektiere ich. Ich werde mein Bestes geben, das verspreche ich. Ich schätze, ich habe wohl nicht viel zu verlieren. Du könntest mir bestimmt einige Dinge helfen. Okay, Junge, du kriegst deine Chance. Aber wir müssen sofort aufbrechen. Oh, ist das Ihr Ernst? Spitze! Sie werden es nicht bereuen, Everett, das schwöre ich. Natürlich nicht, solange du mir nicht dabei drauf gehst. Hä? Was? Los geht's! Hat sie wieder. Mau? Na endlich. Dan? Sag schon. Wer sind die? Verdammt. Falsches Universum. Das reicht jetzt, Bill. Ich gehe wieder zurück zu meinen Eltern. Jeder irgendwie bei denen da reinplatzt. So plopp. Kapitel 1. Instabil.
Was? Du solltest ein wenig vorsichtiger sein, Junge. Dieser Sturz hätte dich umbringen können. Wow, wo sind wir? New Kofi-Subskription vom Skavengarf. Danke, Kofi-Bot. Ich habe mich gerade voll erschrocken, ey. Ich glaube, das war wieder eine monthly Subscription, also eine monatliche. Danke, danke. So, wir sind auf Alpha Orionis, das Universum, das ich aktuell untersuche. Ich empfange seit einiger Zeit seltsame Signale von einer Insel, die irgendwo in diesem Universum liegt. Und einige Quellen deuten darauf hin, dass ich möglicherweise genau danach suche. Aber sie ist weit entfernt, wirklich weit weg. Wir werden irgendeine Art Fahrzeug brauchen, wenn wir sie erreichen wollen. Eine Insel, ein Fahrzeug, bedeutet das, sie können sich nicht einfach dorthin teleportieren? Nun, nein, weißt du? Wie funktioniert es dann? Und hier und das alles und erklären Sie mir doch alles! Da schweben sie ja sogar und wenn ich also irgendwas und sie hier und das und... Junge! Ganz ruhig jetzt. Fragen haben wir später noch Zeit. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir irgendwie zu dieser Insel kommen. Das bekomme ich hin. Und was dich betrifft, wäre es eine Verschwendung, dieses Gebiet hier nicht zu untersuchen, während du wartest. Findest du nicht? Sie möchten also, dass ich mich hier in der Zwischenzeit umsehe? Hey, offenbar bist du ja doch nicht so lahm. Wenn ich mich nicht irre, sollte es am Rande dieses Waldes ein Dorf namens Milewill geben. Du durchsuchst das Gebiet, während ich uns ein Fahrzeug besorge. Wir treffen uns dann, sobald ich bereit bin. Alles klar? Klingt lustig. Kann ich bei meiner Erkundungstour trotzdem zwischen den Universen umherreisen? Natürlich. Deshalb bist du ja schließlich hier. Oh, und nimm das hier. Ein wenig Orientierung, falls du dich verlaufen solltest. Wir sehen uns später. Mach bloß keine Schwierigkeiten, während ich fort bin. Klar. Das ist unglaublich. Es ist endlich soweit. Aber ich darf diese Gelegenheit nicht vergeuden. Muss mein Bestes geben, wenn ich bei ihm bleiben will. Also, wohin soll ich als nächstes gehen? Okay, mit Y können wir jetzt hier unser Buch öffnen. Da lang sollen wir. Okay, dann gehe ich genau in die andere Richtung. Everett wurde wegen seines Talents und seiner zahllosen Tugenden geschätzt. Seine Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, gehört nicht dazu. Da lang, okay, ich gehe dann hier lang. Ah, nee, hier sollte ich nicht drin sein. Okay. Oh, hier leuchten sogar die Pilze. Guck mal. Und Regen. Nice. Oh, warte mal. Hier gibt's ja noch eins höher. Denn den hier? Aha. Oh. Ich dachte, da wäre der Baum so im Weg. Aber das geht. Ah, okay. Milewill. Noch mehr Bäume. Ich finde die Richtung mit noch mehr Bäumen, finde ich cool. Hallöchen, Alicia. Hallo, hallo. Guten Abend. Was ist da unten? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Verehrte Reisende, die Ranger-Gemeinschaft kümmert sich nicht um zurückgelassene Habseligkeiten. Alle gefundenen Gegenstände werden an geeigneten Orten hinterlassen und stehen zur freien Entnahme. Hüsschen, der Waldranger.
Im Küchen. Küchen links, rechts, XO, XO. HDGDL. Die ist ja müde. Lisa hat Regal durch Wohnung gezogen. Kommst du denn gut voran in der neuen Wohnung? Ändert sich noch nicht viel, oder? Aha. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Schlüssel. Ah, da müssen wir ja dann auch irgendwie hin. Warte mal, ich geh mal hier kurz nach. Aha. Mist. Oh, Kofibot ist heute ein bisschen langsam anscheinend. Das muss besser, okay. Oh, hier ist noch... Aha, ist ein neuer Schlüssel. Aber was mit dem Schlüssel? Den will ich auch. Und da ist auch noch ein Hebel. Hier geht's runter. Ah, dann kommen wir hier vielleicht. Hier ist Wasser. War da eine Wasserleiche gerade? Oh nein, ist das der Angler eigentlich? Die Wasserleiche, die da liegt? Sieht schon so aus, ne? Oh boy. Ja, das ist jetzt aber schade. Ich habe deine Zukunft gesehen. Die sieht nicht rosig aus. Nicht noch mit dem. Ich rede mal gleich mit dem, aber ich muss ganz, ganz dringend mal ganz schnell auf Toilette. Also, ich mache jetzt keine Pause oder so großartig, sondern ich flitze einfach nur ganz schnell, okay? Bin gleich wieder da.